Herzlich willkommen zurück bei unserer Let's Play-Reihe für das Spiel Deponia. Nachdem wir das letzte Mal schon einige Sachen einsammeln konnten und unser Inventar etwas leerer bekommen haben, wollen wir das jetzt natürlich noch etwas fortsetzen. Nach wie vor grübel ich daran, wie man diesem Stier hier sein wahrscheinlich besonders lebendiges Wasser zapfen kann. Bin da jetzt auch in meiner Abwesenheit noch auf keine große neue Idee gekommen. Unser Inventar ist noch ganz ordentlich ausgestattet und wir müssen mal gucken, was wir daraus noch alles Schönes zaubern können. Ich denke nach wie vor, dass wir hier irgendwie den Dietrich aus der Polizeistation brauchen, in die wir natürlich nicht reinkommen, solange der werte Herr Doktor das Rathaus nicht verlässt. Das ist momentan leider auch keine große Hilfe. So. Ich würde jetzt, weil ich da noch nicht so viel dran rumprobiert habe, vielleicht noch mal ein bisschen mein Glück hier hinten bei der Polizeistation, Feuerwehr, whatever probieren. Im Prinzip da unser Dietrich. Sonst ist hier nicht so furchtbar viel los. Hier haben wir jetzt die Krankenstation. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Auch da könnte uns natürlich in irgendeiner Form der Dietrich weiterhelfen. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Ach, welche Begeisterung. So, ansonsten geht hier nach wie vor nicht sehr viel. Gehen wir nochmal auf kompletten Feuerwehrbetrieb. Mal antauchen hier oben. Ist das die Füllung aus dem Arztfach womöglich? So sieht man nicht. Schade. Wären jetzt hier die Handschuhe aufgetaucht, hätte ich das tatsächlich für zutreffend gehalten. Sind wir wieder im guten Feuerwehrmodus. Ach, das ist das, was ich vorhin vermutet hatte. Wenn wir das jetzt umstellen, verschwindet das wieder. Okay. Da ist ein Loch in der Plattform. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Wäre auch zu schön gewesen. Wir haben noch die Feuerlöcher und die Fußfessel. Gut, das war nicht, was ich vorhatte. Lassen wir das erstmal. Bei Toni geht zurzeit auch noch nicht viel. Da brauchen wir erst mehr Zutaten. Und nochmal hier rein. Dann kann ich nicht reden. Mit ihr hier habe ich gesprochen. Mit den Jungs hier hatten wir kein Gespräch mehr seit... Also schon seit längerer Zeit. Vielleicht haben sie ja neue Hinweise für uns. Im Ernst, lasst mich vor! Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig.
Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Da das hier nicht verschwindet, können wir mit den Hüten wahrscheinlich noch irgendwas anstellen. Ich verschwinde. Hier werden wir auch noch nicht reinkommen. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Vielleicht müssen wir hier mal eine Uhr vorbeibringen. Wie ich das hasse, mich so sehr im Kreis zu drehen. Vielleicht können wir im Haus noch was machen. Einfach mal klingeln. Wundervoll ergebnislos. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Zum Handel geht also nichts. Boah, was für eine Plörre. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ich kann mit dem Ofen noch irgendwas anstellen, scheiß. Kann ich das Töpfchen zu überkochen bringen? Vielleicht mit heißem Wasser dampf irgendwie was anstellen. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Naja. Wenn ich meinen Kram verbrenne, hilft das zwar der Legendenbildung, aber was verkaufe ich dann den Fans? Bauen wir Wasserbomben. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Das hilft also nichts. Den Seitenschneider können wir nicht mehr auswählen. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Das hilft alles nichts. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass wir alles weggefangen haben, was es wegzufangen gab. Dann gehen wir wieder. Fällt gerade mal so auf, dass das hier verblüffende Ähnlichkeit hat mit Mitchells Hütchen. Cool. Ob es die anderen auch gibt. Das hier sieht ein bisschen aus wie von dem OP, ne? Ja. Guck mal, ob wir sowas wie Lobos Hut auch noch wiederfinden. Ist nicht, inwieweit uns das was nützen soll, aber ist einfach mal, weil es interessant ist. Das könnte es sein.
sieht aber insgesamt eher nicht danach aus. Man sieht mir zumindest oft, dass hier so ziemlich jede Hütte aussieht wie ein Hut. Was sinnvoll ist, wenn der Dachdecker auf Hutmacher umgesattelt hat. Hätte man eher drauf kommen können. Wenzel noch irgendwelche Hinweise für uns? Hey Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Worum geht es denn diesmal? Das haben wir. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Das sind wir dran. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Gut. Keine wirklich frischen Hinweise. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Wie du meinst. Ach so, ich sollte vielleicht auch noch das Gespräch beenden. Bis später. Genau. Nach wie vor der Ansicht, dass wir hier noch ein bisschen was machen müssen. Die Frage ist nur, was? Feuerlöscher mal zurückschubsen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Genau. Hier sind die Handschellen, die wir gerne hätten. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Hier eine Waagschale haben, können wir das hier vielleicht befüllen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Fängt Rufus an, Luftgitarre zu spielen, wenn man lange genug nichts drückt. Ich guck mich mal weiter um, aber ich möchte das gerne im Auge behalten. Na, kann Einbildung gewesen sein. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Jetzt können wir hier nichts anstellen. Da kommen wir noch nicht dran. So regelt das Fach oben aber auch wieder. Hier ist das Fach offen. Dann schließt es auch wieder. Klar, sonst könnten wir oben einfach irgendwie das Zeug aus dem Arztfach stibitzen. Da ist ein Loch in der Plattform. Das hier habe ich schon probiert. Das wirkt noch alles nicht sinnvoll genug. Lassen wir das mal zurück. Jetzt haben wir die Polizei. Da besteht keine Fluchtgefahr. Da besteht keine Fluchtgefahr. Kann ich die eigentlich wieder zurückschubsen? Bringt mir wahrscheinlich auch nichts, ne? Gehen wir nochmal in den Feuerwehrmodus. Ach, schau an. Jetzt kommt die Kugel oben an. Warte, das heißt doch theoretisch, dass wenn ich den jetzt runterschiebe, landet die Kugel wieder hier. Und
wenn ich noch einmal nach unten gehe, ist die Kugel wahrscheinlich hier hinter irgendwo. Was ja heißt, wenn ich jetzt hochschalte, ist die Feuerwehröffnung da. Vielleicht können wir die Kugel auf die Weise ja einfach mal da hochschubsen und damit irgendwas bezwecken. Ja, Versuch macht klug. Im Notfall habe ich hier nur ein bisschen Zeit verschwendet. So, schick das wieder nach oben. Strike! Cool. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Gut, dass Rufus da keinen Zusammenhang wittert. So, jetzt haben wir Handschellen. Hilft uns erstmal gut nicht weiter. Aber vielleicht in irgendeiner Form nachher doch. Da besteht keine Fluchtgefahr. Na gut, das wäre auch zu einfach. Nichts anzustellen. Wir mit dem Lachgas vielleicht noch irgendwas machen können. Ist schon keine Wasserbomben bauen. Vielleicht eine Lachgasbombe installieren. Tatsache. Ah, da werden wir noch eine lustige Verwendung für finden, denke ich. Kann sein, dass das ein Rätsel ist, das öfters mal scheitern könnte, weswegen wir das jetzt noch weiter benutzen können. Was stelle ich jetzt mit dir an? Vielleicht noch einen Luftballon mit etwas Feuer? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Da ist ein Loch in der Plattform. Irgendwas muss hier noch passieren. Wie ich es liebe, so planlos durch die Gegend zu rennen. Ich habe Hunger! Ah! Erzähl uns was Neues. Wir springen nochmal was in die Luft. Wo sind solche Sprengpunkte direkt auf den Hütten? Die Jungs damit mal ein bisschen beunruhigen können. Okay, das ist die Hütte. Ich habe keinen Plan, ob das die Hütte von dem Typen ist, aber wir können es mal ausprobieren. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Gucken, ob ich die Herren damit ein bisschen beunruhigen konnte. Ja, zumindest zwei der Herren. Bisschen zu doll beunruhigt, die sind einfach gegangen. Wie ich sehe, geht es voran. Ja,
Die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Gut, wenn das funktioniert, bis jetzt noch gucken, dass wir das Sonnenscheinchen hier auch wegspringen. Das war aber anscheinend nicht diese Hütte. Das hier vielleicht. Das sieht hier noch zumindest ziemlich ähnlich. Wir probieren es mal. Das wäre ja dann wahrscheinlich dieser hier. Ich lasse die beiden mal oben stehen und wir gucken es uns mal an. Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! So, gucken wir mal, ob das jetzt das Richtige war. Hey! Cool. Die Herren haben ihre Plätze freigegeben. Und was Neues? Was haben wir denn da? Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Womit wir jetzt, glaube ich, genau einen Platz schon mal hinter Wenzel gelandet sind. Heißt, ich habe noch immer keinen Dunst, wie ich meinen Stier anzapfen kann. Aber zumindest haben wir hier ein bisschen was erreicht. Um den Stier werde ich mich dann das nächste Mal kümmern. Legen hier mal wieder einen Speicherpunkt an. Sicher ist sicher. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!